Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu den Star Stable News vom 14.06.2017. Ja, wir haben richtig gelegen. Es ist ein neues Rennen reingekommen, diesmal nur für die Island-Pferde. Und zwar könnt ihr dieses Rennen in New Hillcrest machen. Ihr erinnert euch bestimmt noch an Genie, wo ihr schon ein Rennen in New Hillcrest bekommen habt. Diese leitet euch diese Woche weiter an Lily Bones. Lily Bones liebt Islandpferde und zwar in so großem Ausmaß, dass sie sich gedacht hat, hey, wir brauchen ein Rennen für diese kleinen flauschigen Kugeln. Um diese Quest annehmen und machen zu können, müsst ihr mit Ricky über das Finale der Distriktmeisterschaft im Georgie zugesprochen haben und natürlich braucht ihr ein Islandpferd für dieses Islandpferde-Rennen. Das werde ich euch auch nachher auf jeden Fall noch zeigen. Außerdem gibt es endlich nochmal neue Ausrüstung fürs Pferd und die hat es wirklich in sich. Gleich drei wirklich wunderschöne Sets gibt es im Shop Yahala in Governor's Fall in Jorvik City. Die sind alle championatstauglich, sehen super schick aus, aber natürlich, es ist ein sehr exklusiver Shop und leider kostet dort alles Starcoins und zwar nicht zu knapp. Vorbeischauen lohnt sich meiner Meinung nach dennoch, denn die Sets sind wirklich wunderschön. Und der Pferdemarkt ist auch diese Woche wieder da, und zwar bei der Jorvik Stall Arena. Und dort befinden sich diese Woche auch die ersten alten Araber, die ihr nun für 710 Starcoins kaufen könnt, wenn ihr denn eure Sammlung noch komplettieren möchtet. Ja, das war's von den News. Ich zeige euch nachher noch die Quest und das Islandpferderennen. Und damit macht's gut. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Rennen und wir hören uns nachher nochmal.